Und jetzt kommen wir zu unserem Cold Case. Die 19-jährige Cornelia Geißler ist leidenschaftliche Schwimmerin, bis sie auf dem Weg nach Hause vergewaltigt und brutal ermordet wird. Ihre Leiche entsorgt der Täter wie Müll im Wald. 31 Jahre ist das jetzt her, aber die Ermittler haben die Akte noch nicht geschlossen. Sie haben sogar einen Verdächtigen im Visier und unser Reporter Jan Schumann, der hat sich auf Spurensuche begeben. Die 19-jährige Cornelia Geißler lebt zur Wendezeit in Ilmenau bei Erfurt. Die junge Frau arbeitet in einem Antiquitätengeschäft als Verkäuferin. Cornelia geht leidenschaftlich gern schwimmen. Jeden Dienstag trifft sie sich mit einer Freundin in dieser Schwimmhalle. Doch ihr Besuch am 27. November 1990 soll ihr letzter sein. In dieser Nacht wird sie vergewaltigt, brutal ermordet. Ihre Leiche im Wald entsorgt. Cornelia scheint aber nicht das einzige Opfer des Täters zu sein. Was er mir und Cornelia angetan hat, das ist so schlimm, damit zu leben. Deswegen mache ich auch Therapien und nehme auch Medikamente. Also der hat mein ganzes Leben versaut. Die Bild Thüringen berichtet seit Jahren über den Fall. Mörderjagd nach 30 Jahren. Wird der Mordfall Cornelia Geißler nach 30 Jahren gelöst? Polizei ermittelt gegen ihn, in Bild spricht er selbst. Was mich an diesem Fall besonders schockiert ist, dass es mindestens 4 weitere Frauen gibt, die vergewaltigt wurden. Ein Beschuldigter bestreitet bis heute die Tat. Doch selbst seine Familie glaubt wegen der Indizien und der Opferaussagen nicht an seine Unschuld. Ich erlebe es zum ersten Mal, dass sich eine komplette Familie von einem Familienmitglied zurückzieht, weil sie der Meinung ist, dass er ein Mörder ist. Ich finde das sehr schlimm, dass der noch frei rumläuft. Und ich möchte gern, dass es da irgendwie noch Beweise gibt. Alle Indizien weisen auf ein und denselben Täter hin. Doch für eine Verurteilung reicht es nicht. Handelt es sich um einen Serienvergewaltiger? Wurde Cornelia ermordet, weil sie sich gegen die Vergewaltigung gewehrt hat? Bildreporter Jan Schumann ist in Gotha. Hallo. Bei der Kriminalpolizei trifft er den heute leitenden Ermittler, Jens Büchner. Wie lief der Tag des Mordes an Cornelia Geißler ab? Cornelia Geißler war am Abend des 27.11.1990 mit einer Freundin im Hallenbad in Ilmenau zum Schwimmen verabredet. Danach ist man von der Schwimmhalle in Richtung des Bahnhofs gegangen. Dort wohnte diese Freundin und man hat sich getrennt. Von der Schwimmhalle bis zum Haus der Freundin sind sie zu zweit unterwegs. Dort steigt Cornelia in den Bus. Für gewöhnlich läuft sie den ganzen Weg nach Hause oder zur nahegelegenen Wohnung ihres Freundes. Nimmt sie heute den Bus, weil sie sich bereits verfolgt fühlt? Wir haben den Busfahrer als Zeugen vernommen. Er konnte sich sehr genau an Cornelia Geißler erinnern, weil ihr Verhalten insofern etwas ungewöhnlich war, weil man ihr angemerkt hat, dass sie nicht häufig mit dem Bus unterwegs ist. Sie hatte Probleme, einen Fahrschein zu kaufen, wusste nicht, wie teuer die Fahrt ist. Von daher hat er sich die Cornelia Geißler eingeprägt. Seine Aussage ist sehr glaubwürdig. Und das sollte leider ihre letzte Busfahrt werden? Das ist tatsächlich das letzte bestätigte Lebenszeichen von Cornelia Geißler. Cornelia steigt im Stadtteil Pörlitzer Höhe aus dem Bus. Nur 300 Meter von der Wohnung ihrer Eltern entfernt. Früher, Anfang der 90er Jahre, befand sich die Bushaltestelle der Stadtlinie dort auf der gegenüberliegenden Seite. Dort hat der Bus gehalten. An der nächsten Haltestelle war Cornelia nicht mehr im Bus, definitiv. Sie hat von hier aus noch einen Weg von ca. 300 Metern. Doch zu Hause oder bei ihrem Freund, der ebenfalls in der Nähe wohnt, kommt sie nie an. Die junge Frau wird überfallen, vergewaltigt und schließlich ermordet. 18 Mal sticht der Angreifer auf Cornelia ein und lässt ihre Leiche einfach in einem Waldstück liegen. Einen Monat später, am Silvestertag, wird sie gefunden.
Wir nähern uns gerade dem Fundort der Leiche von Cornelia Geißler. Man muss sich das aber vor 30 Jahren etwas anders vorstellen. Wir kommen gleich auf Höhe. Und zwar linksseitig hier hinter den beiden etwas niedrigeren Fichten. Dort wurde die Leiche von einem Spaziergänger gefunden. Cornelia Geißler war nackt und mit Messerstichen übersät. Der Täter ist unglaublich brutal vorgegangen. Die Tatsache, dass das junge Mädchen da umgebracht worden ist und dass die hier einfach weggeschmissen wurde. Nackt, Tieren ausgesetzt, unvorstellbar. Ich denke, das ist so eine Geschichte, das wirst du nie los. Und das muss man sich auch immer wieder so ein Stück weit bewusst machen, welche Verantwortung wir da in dem Fall haben. Denn du willst ja den Angehörigen gerecht werden. Du willst ihnen ja Klarheit geben. Cornelia Geißler wird am 27. November 1990 in der Pörlitzer Höhe in Ilmenau angegriffen und vergewaltigt. Erdspuren an ihren Socken deuten darauf hin. Die Leiche jedoch in einem nahegelegenen Wald gefunden. Ihre Kleidung Monate später, 20 Kilometer entfernt, von einem Waldarbeiter bei Neuses. Zur Zeit der Wende bearbeitet eine neue Polizeidirektion den Fall. Waren die Ermittlungen damals unzureichend? Wurden Parallelen zu weiteren Sexualstraftaten übersehen? Und warum sind die Asservate heute nicht mehr vorhanden? Nach heutigen Maßstäben halte ich die Ermittlungen nicht für tiefgründig genug. Der Fall wird 1991 bereits zum Cold Case. Keine Verdächtigen, keine Hinweise. Durch neue Ermittlungen ändert sich das. Im Jahr 2009 konnten am Leichenfundort mittels eines Metalldetektors ein Messer aufgefunden werden. Bei dem Messer handelt es sich um ein Taschenmesser, ein zu DDR-Zeiten handelsübliches Objekt. Es war stark verwittert, stark verrostet. Das Messer war in einem derart schlechten Zustand, dass wir es nicht eindeutig als Tatmittel identifizieren konnten. Ein Rückschlag. Erst 2018 gibt es einen Durchbruch in den Ermittlungen. Im Juli des Jahres 2018 meldete sich eine Zeugin eigeninitiativ und machte Angaben, die neuen Schwung in die Ermittlungen brachten. Durch einen TV-Bericht wird Nicole Z. auf den Fall aufmerksam. Vor 30 Jahren wurde auch die gelernte Elektromonteurin in Ilmenau vergewaltigt. Sie glaubt, es handelt sich um denselben Täter. Macht wichtige Angaben. Sie haben sich bei der Kripo noch mal gemeldet. Ganz viele Jahre danach. Können Sie noch mal erzählen, wie es dazu kam? Also mich hat das dann die ganze Zeit beschäftigt. Und dann kam ich irgendwann abends zum Entschluss, dort bei der Kripo anzurufen. Mhm. Und ich wollte auch gerne, dass Cornelias Mutter Gewissheit hat, wer Cornelia umgebracht hat. Wo haben Sie die Kraft plötzlich hergenommen? Ich wollte gern Gerechtigkeit. Auch Nicole wird 1990 vergewaltigt. Der Täter kommt aus einem Haus in Bahnhofsnähe und verwickelt sie in ein Gespräch, drängt darauf, sie nach Hause zu bringen. Und auf einmal hat er mich da an der Tür gedrückt. Das war so eine Holztür. Ich konnte auch nicht mehr fliehen und so. Und ich habe dann Reizgas rausgeholt aus meiner Jeansjacke und habe da schon drauf gedrückt. Aber es ist irgendwie misslungen und da ist das Reizgas zu Boden gefallen. Und dann hat er auf einmal ein Messer rausgeholt und hat es mir am Hals gehalten. Er hat dann gesagt, er wird mich jetzt vergewaltigen und danach bringt er mich um. Also ich hatte total Todesangst und habe mich noch entschuldigt wegen dem Reizgas. Und dann hat er mich noch weiter in den Keller reingezerrt. Da waren so zwei Kellerbuchten und das war ziemlich eng drin gewesen. Und dann hat er seine Wattejacke unten auf dem Fußboden hingelegt und ich sollte mich da hinlegen und meine Kleidung musste ich ausziehen. Und dann hat er sich auf mich gelegt und ist in mir eingedrungen und hat sich an mich befriedigt. Das ist so, als ob das erst gestern passiert ist. Das ist ganz schlimm, also mit sowas zu leben müssen.
Aufgrund ihrer Angaben gerät ein heute 79-Jähriger ins Visier der Ermittler. Nach Aufrufen der Polizei melden sich weitere Frauen. Gegenüber Bild streitet Wolfhard H. den Mord an Cornelia ab. Ich habe das Mädchen nicht ermordet. Sogar meine Frau glaubt, dass ich der Mörder bin. Sie ist ausgezogen und wohnt bei unserem Sohn Michael. Dabei hätten wir am 18. September goldene Hochzeit gefeiert. Das wurde jetzt wieder abgesagt. Sie konnte zum wahrscheinlichen Täter recht detaillierte Angaben machen, sodass wir diese Person identifizieren konnten und als Beschuldigten nun in unser Ermittlungsverfahren überführen konnten. Sie nennen ihn Beschuldigten. Können Sie uns sagen, was das für den Fall bedeutet? Zum Beschuldigten wird man, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass man Täter einer Straftat ist. Das können sowohl Spuren, DNA, Fingerabdrücke sein oder aber auch Zeugenaussagen. Wurde Cornelia Opfer eines Serientäters? Ihre Kleidungsstücke und damit mögliche DNA-Spuren gibt es nicht mehr. Kann der Mord nach über 30 Jahren trotzdem noch aufgeklärt werden? Die Asservate von damals existieren nicht mehr. Aber die Aussage eines Vergewaltigungsopfers führt nach 30 Jahren zu einem Beschuldigten. Es gab es im Jahr 2020 eine Razzia im Haus des Beschuldigten. Das Amtsgericht Erfurt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt für das Wohnhaus des Beschuldigten einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Wir konnten allerdings keine beweiserheblichen Gegenstände im Haus des Beschuldigten sicherstellen. Der Beschuldigte macht auf uns immer einen sicheren und selbstbewussten Eindruck. Ich persönlich gehe davon aus, dass er der Meinung war, keine Spuren hinterlassen zu haben, schon gar nicht nach der langen Zeit. Der Beschuldigte war auch schon in der DDR straffällig geworden. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen eines Körperverletzungsdelikts verurteilt, die er auch abgesessen hat. Dass der Mordfall Cornelia Geißler noch gelöst wird, hofft auch Vergewaltigungsopfer Nicole Z., heute Mutter einer 11-jährigen Tochter. Da geht es mir eiskalt den Rücken runter und manchmal kann ich abends nicht richtig einschlafen. Wenn alles so ruhig ist, so still ist, da kommt manchmal auch die Angst durch. Was er mir und Cornelia angetan hat, das ist so schlimm, damit zu leben. Deswegen mache ich auch Therapien und nehme auch Medikamente. Also der hat mein ganzes Leben versaut. Doch ohne Geständnis oder weitere Beweise liegt der Fall auf Eis und der Beschuldigte bleibt frei. Warum gab es bisher kein Urteil? Wir haben keine objektiven Beweise in dieser Sache. Wir verfügen über eine Indizienkette, die aber nicht ausreichend ist, um eine Anklage tatsächlich begründen zu können. Ich kann aber die Entscheidungsfindung der Staatsanwaltschaft nachvollziehen. Obgleich wir natürlich alle uns wünschen, dass es hier zu einem Urteil kommen würde. Wir müssen das aushalten. Die Polizei sucht weitere Opfer, denen 1989 bis 1991 in Ilmenau Ähnliches passiert ist. Gesucht wird ein Täter mit blonden kurzen Haaren, ohne Bart, der Frauen im Bereich des Bahnhofs angesprochen hat. Die Polizei will wissen, wer hat ein solches Messer besessen und bei wem war es Ende 1990 nicht mehr vorhanden? Und wer hat am 27. November 1990 im Wohngebiet Pörlitzer Höhe in der Heinrich-Herz-Straße etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Wer hat vom 27. November bis 31. Dezember 1990 Beobachtungen am Fundort der Leiche im Bereich der heutigen Autobahnausfahrt Ilmenau Ost gemacht? Oder im Bereich von Neuses, wo Cornelias Kleidung gefunden wurde? Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es eventuelle Mitwisser gibt, die sich bisher aufgrund von bestehenden Abhängigkeitsverhältnissen noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Ich bitte Sie, melden Sie sich bei uns.
Was ist Ihr Wunsch an die Menschen da draußen, vielleicht sogar weitere Opfer? Sie brauchen sich nicht so schämen, sondern die Täter sollen sich schämen, was sie gemacht haben. Und dass sie Opfer zur Polizei gehen sollen. Und ich möchte gern, dass es da irgendwie noch Beweise gibt. Für Nicole und die anderen Opfer ist das der einzige Weg, Vergeltung zu erfahren. Denn die Vergewaltigungen sind mittlerweile verjährt. Aber Mord verjährt nie. Ja, seit 31 Jahren hofft die Familie darauf, endlich zu erfahren, wer ihre Tochter ermordet hat.